Hallo und herzlich willkommen an alle, die uns heute zuhören. Ich bin Christina Marita Rumpel, Buchautorin im Mankau und Schirner Verlag, Mentorin für den weiblichen Weg der Selbstmacht und Lebensentfaltung und Initiatorin von Flow Birthing, dem Portal für eine bewusste Schwangerschaft und Geburt im Vertrauen auf die weibliche Kraft. Und ich habe heute einen Mann zu Gast, von dem ich weiß, dass er sich auch für die Neugeburtskultur ausspricht, weil er in seinen Büchern immer wieder darauf hinweist, wie wichtig gerade die erste Zeit, also die Zeit der Schwangerschaft und der Geburt, auch für unser weiteres Leben ist, dass eben da die Weichen gestellt werden. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit Dr. Rüdiger Dahlke sprechen darf. Hallo, lieber Rüdiger, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja. Eigentlich muss man dich ja gar nicht vorstellen. Du bist ja wirklich so bekannt. Du bist Arzt, Bestsellerautor, Seminarleiter und gefragter Redner. Und es ist mir wirklich eine große Ehre und Freude, dass ich mich heute mit dir über Flow Birthing und eine Neugeburtskultur auch austauschen darf. Ja, lieber Rüdiger, vielleicht erzählst du mal, wie du auf ja darauf gekommen bist, dass gerade diese erste Zeit des Lebens, wo noch kein Leben sichtbar ist im Außen, also in der Schwangerschaft, dass das eben so prägend ist für unser weiteres Erwachsenenleben dann auch. Ja, das hat in meiner Lebensgeschichte viele Aspekte. Also ich selbst war sozusagen eine schwere Geburt. Das hat sehr lange gedauert. Mein Großvater, der auch Arzt war, sollte die leiten, musste aber dauernd weg zu anderen Geburten. Und dauerte offensichtlich sehr, sehr lange. Und habe die dann ja nochmal erlebt in der Schattentherapie, Reinkarnationstherapie mit Torvald Detlefsen zusammen. Wir haben als Erste uns so gegenseitig therapiert, war nicht ideal, aber ging nicht anders. War niemand sonst, der mit der Therapie arbeiten konnte. Und dann habe ich die Geburt auch nochmal erlebt dabei. Und naja, im Endeffekt war das ein sehr eindrückliches Erlebnis, hat mir dann auch viel eröffnet für Weiteres. Also ich habe dabei auch überventiliert und das war auch ein entscheidender Schritt zu der Atemtherapie mit dem verbundenen Atem, die ich auch übrigens als eine wunderbare Vorbereitung finde für eine Geburt, die wirklich stressfrei geht und aus der Kraft heraus. Ja, also das Atmen nach Dekret, das ist ja ein Wahnsinn. Da scheitern alle dran zum Schluss. Ja? Und dann denkt man, man ist eine Frau, denkt dann, sie ist noch selbst schuld, dass das so war und weiß der Himmel. Ja. Und wenn man jetzt so aus der Kraft heraus voll atmet, also meine Frau Margit, die hat auch so Naomi, unsere Tochter, geboren. Und das war eine, obwohl Erstgebärende und spät, war das eine einfache Geschichte. Aus dieser vollen Kraft heraus. Erst war das ganze Krankenhaus dagegen, musste dauernd unterschreiben, dass ich da die Verantwortung selbst übernehme. Und dann zum Schluss kam sie aber, die Hebamme und die Gynäkologin, sagt, ja, das Kind ist ja so, also mehr als Sauerstoff versorgt. Klar, wenn man während der Geburt die ganze Zeit voll atmet, aus dieser Kraft heraus, sollte natürlich Frau auch kennen und können die Methode vorher. Also Margit, meine Frau, die hat natürlich vorher schon lange damit auch Erfahrungen gemacht. Also bei meiner Geburt war das ein Punkt, da hat man mir noch die Plastiktüte in der Psychotherapie draufgehalten, damit die aus der Hyperventilation rauskommen. Gut, also ein weiterer Punkt, warum mir das natürlich so eine wichtige Geschichte ist, ist auch, weil es das dritte der Schicksalsgesetze ist. Ja, ich gehe davon aus, dass es Spielregeln gibt in dieser Welt und finde es sehr schade, dass so viele die Spielregeln auch gar nicht richtig können und kennen. Also ist ja logisch, wenn man ein Spiel spielt, soll man die Regeln kennen. Mensch, ärgere dich nicht, muss ein Kind wissen, worum es geht, bei Monopoly auch. Ja. Also im Endeffekt, solche Spiele prägen ja auch. Mensch, ärgere dich nicht, ist ja fast buddhistisch. Monopoly ist ja wirklich eine grauenhafte Vorlage für die Art, wie wir uns in dieser Gesellschaft das Leben schwer machen. Mhm. Aber auch dafür müsste man die Regeln können. Sonst geht es natürlich, läuft es völlig aus dem Ruder. Also, und da gibt es diese Gesetze, Polaritätsgesetz an erster Stelle, Resonanzgesetz an dritter Stelle, das Gesetz des Anfangs. Das heißt nichts anderes, als am Anfang liegt schon alles begründet. Ja, ist ja eigentlich banal, in jedem Samen ist schon die ganze Pflanze vorhanden. Ja. Aus der kleinen Eichel wird der Riesen-Eichenbaum. Im Anfang liegt alles. Malcolm Gladwell, dieser Bestseller-Autor aus Amerika, hat darüber auch ein ganzes Buch geschrieben, Blink. Und man kann es heute wissenschaftlich belegen, im Anfang liegt alles. Wir wissen es poetisch schon von Hermann Hesse, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, aus dem Gedicht Stufen. Also eigentlich haben wir da einen guten Zugang. Und klar ist die Geburt natürlich der Eintritt ins Leben in dieser Welt der Gegensätze. Danach sind wir dann
aus der Einheitserfahrung jedenfalls raus. Das eine Herz teilt sich durch die Herzscheidewand in zwei Herzen. Wir sind jetzt mit dem Atem, dem Ein und Aus, gebunden an die Polarität. In diesem Anfang liegt so vieles begründet. Und wir wissen das ja heute auch durch wissenschaftliche Untersuchungen, wie wichtig das ist, ja, dass das Kind keinen Kaiserschnitt hat, sondern dass es natürlich geboren wird. Ja, das ist einfach ein riesen Vorteil für Mutter und Kind. Das kann man ganz gut belegen. Trotzdem haben wir eine riesen Tendenz zu Kaiserschnitten, weil das einfach, ja, effektiv gesagt mehr Geld bringt und juristisch natürlich, also einwandfreier ist da, kann man alles genau dokumentieren. Ist ja heute so, dass Gynäkologen zum Teil auch mit Recht natürlich klagen, dass sie mehr im Gerichtssaal als im Kreissaal sind, weil da viele Eltern schnell dazu neigen, die Schuld zu projizieren. Ja. Und zum Teil wird natürlich auch viel Unfug gemacht. Ja. Also man denkt, oh je, den habe ich ja da mal gehört, ziemlich am Anfang. Der war ganz erstaunt und eigentlich fast erschrocken, dass das so ein Erfolg war. Ja, Geburt ohne Gewalt hieß sein Buch. Das hieß nicht sanfte Geburt. Das war ihm auch wichtig. Ja. Die Geburt ist ja praktisch nie sanft. Das muss Nein, das ist eine Urgewalt, die da wirkt. Ne? Also, das auf jeden Fall. Also Männer können sich kaum vorstellen, wie unsanft das ist. Ja. Kraft da aufgewendet werden muss. Männer denken bei einem Boxkampf, na, das ist viel Kraft. Ich meine, das sind 12 Runden, a 3 Minuten, das sind 36 Minuten. Zwischendrin wird er noch gepampert und gewaschen und weiß der Himmel was. Da ist ja eine Geburt unvergleichlich damit. Ja. Oder auch Zehnkampf, da haben wir 2 Tage Zeit für 10 Disziplinen, dazwischen immer Ruhepausen. Die kann man überhaupt gar nicht vergleichen, was Männer so mit Kraftaufwand. Nee, das ist auf jeden Fall auch eine körperliche Höchstleistung, die Frau da vollbringt. Ja. Und es ist wirklich eine Urgewalt, die da wirkt durch den Körper. Also, Geburt ohne Gewalt hat Le Boyer jedes Buch genannt, weil es keinen Sinn macht, ein Kind, wenn es auf die Welt gekommen ist, wirklich mit Gewalt zu schikanieren. Es macht auch keinen Sinn, auf dem Bauch rumzukneten, so Kristellern oder was es da früher für Unsäglichkeiten gab. Das wollte er abschaffen. Eigentlich hat er von sich aus das so formuliert, ich wollte eigentlich nur das, was in Indien normal ist, mitteilen, ein Kind zur Begrüßung nicht zu quälen und zu schikanieren. Tja. Das meint Geburt ohne Gewalt. Und wenn das so passieren kann, aus der natürlichen Kraftentwicklung heraus, ist wirklich ein Segen für Mutter und Kind. Und das kann man heute durch vergleichende Erhebungen, Statistiken und so, kann man das auch deutlich sehen. Wir wissen es auch, es ist so wichtig, dass das Kind gestillt wird. Ja, das ist etwas, was man das ganze Leben über nachvollziehen kann. Und also gibt es sogar eine Studie mit der Vermutung, dass das bis in die nächste Generation hineinwirkt. Das ist die Ernährung des Anfangs und die ist alternativlos am besten, wenn sie von der eigenen Mutter kommt. Das Kolostrum am Anfang, dann die Muttermilch, die ganzen Antikörper, die damit gehen, da braucht man das Kind sowieso nicht impfen im ersten Jahr. Das ist völliger Quatsch, das hat von seiner Mutter genug Abwehrkraft. Ja, also unsere Tochter, die ist dann 4,5 Jahre gestillt worden, so wie das in archaischen Gesellschaften üblich war. Und Naomi hat ein Down-Syndrom, ist also ein Mongi-Kind. Und das wussten wir auch schon lange vorher, also schon im 3., 4. Monat. Und man hat sich eingestellt auf all die Schwierigkeiten, die da möglich sind. Aber toi, 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 muss man sagen, Naomi ist, abgesehen von der Trisomie und dem Herzfehler, der damit einhergeht, was Erkältung angeht, Infektionen, ein wirklich sehr, sehr gesundes Kind, eher gesünder als andere Kinder, die jetzt einen Chromosomensatz haben, wie wir das gewohnt sind. Und das liegt sicher auch daran, in diesen 4,5 Jahre Stillen. Also die Ernährung des Anfangs ist wichtig, der Durchtritt in diese Welt ist wichtig, weil im Anfang alles liegt. Und da stellen wir die Weichen. Und da wäre es natürlich wunderbar, wir stellen die Weichen so, dass das Kind einfach diesen Schwung mitbekommt, würde ich mal sagen. Ja? Diese Kraft, das ist ja eigentlich ein Fest der Geburt, kann man heute auch wieder sagen, so nach Le Boyer, aber auch Michel Audin, der das dann weitergeführt hat, so in Richtung dieser Delfingeburt, möchte ich mal sagen, im warmen Wasser. Volker Zahn hat das gemacht, hier in Straubing bei uns, im großen Krankenhaus. Die hatten dann, das ist ja schon lange her, das ist ja schon in Pension, hatten die schon einen hohen Anteil, bei 40% von Wassergeburten. Mhm. Nur 3,67% Kaiserschnitte. Also die Kaiserschnitte, wo Professor Zahn Kaiserschnitt gemacht hat, die waren dann wirklich auch notwendig und lebensrettend. Aber heute haben wir Zahlen zwischen 30% und 40%. Und das ist ein Skandal. Das ist ein Skandal. Ne? Die WHO sagt ja auch, sind maximal zwischen 10 und 12. Maximal wirklich notwendig. Ne? Und der ganze, wenn jemand richtig gut ist in Gynäkologie, und das gibt es ja, und das war Volker Zahn,
dann reichen eben knapp 4%. Wow, ja. Ja, und der hat natürlich auch Steißlagen geboren. Das ist nicht so ideal wie ein Kopfsprung ins Leben. Man sieht da die Haltung des Kindes ja auch schon dran. Kann man sich auch jeder vorstellen, auch in jeder Phase des Lebens. Stellen wir uns mal vor, wir stehen auf so einem 10-Meter-Turm im Schwimmbad und sollen da runterspringen, in diese kleine Pfütze da unten. Da kannst du jetzt überlegen, klar, ein Kopfsprung ist schon eine sichere Sache. Aber da gibt es natürlich schon schnell mal Angstzeichen. Und dann dreht man sich doch eher als Kind nicht um und kommt mit den Füßen voran. Also ich kannte mal einen alten Gynäkologen, der hat gesagt, er hat das beobachtet und die Steißlagekinder, das wären immer Kinder, wo die Eltern mit dem Geschlecht nicht einverstanden wären. Ah, auch interessant. Kann ich nicht so sagen. Ich habe nicht Gynäkologie gemacht, also ich habe mal ein Hauspraktikum gemacht, das war aber eine Sache von vielen Wochen, also ein paar Wochen in der Gynäkologie. Aber habe da nicht diese Erfahrung. Ich kann nur einfach sagen, aus der über lange Zeit durchgeführten Reinkarnationstherapie, da gehört das Erlebnis der Geburt dazu, auch der Schwangerschaft, der Empfängnis, dass das ein Segen für ein Kind ist, wenn das eine gute Schwangerschaft, eine ungestörte hatte und dann auch von sich aus den Kopfsprung ins Leben macht. Natürlich ideal, wenn die Mutter es darauf vorbereitet. Also stellen wir uns mal vor, in einer indigenen Gesellschaft, bei den Indianern, die können keinen Kaiserschnitt machen. Da ist eine Steißgeburt echt gefährlich, wenn sie schlecht helfen können. Also die haben natürlich mit den Kindern über die innere Stimme Kontakt aufgenommen. Und da kamen die meisten Kinder, die allermeisten Kinder schon auf diesem natürlichen Weg. Genau. Ich meine, es gibt ja auch in der Natur das nicht. Wir müssen ja nur schauen, wenn wir durch den Wald gehen, wir finden ja da nie praktisch eine schwangere, also eine trächtige, ein trächtiges Reh, was bei der Geburt gestorben ist. Das müsste aber so sein, wenn die Rehe sich genauso viel Theater leisten würden wie wir und Fehlinformation, Fehlinterpretation, Fehlverhalten, dann müssten wir das immer wieder sehen. Ja. Oder ich kenne es aus einem anderen Kontext, aus der Biolandwirtschaft, weil da wird es ja häufig gesagt, dass auch die Kühe beim Kalben, dass das auch so gefährlich sein, es muss immer der Doktor kommen und so. Aber eben nur, wenn sie nicht artgerecht gehalten werden. Wenn die Kuh auf der Weide, auf der Wiese ist, ganz normal, dann kann sie auch ganz normal gebären. Ja? Nur wenn sie eingepfercht ist in ihrem Stall, dann kann es natürlich zu Komplikationen kommen. Ja. Wir haben das mit unseren Schafen genauso in Tamanga, in unserem veganen Fastenzentrum in der Südsteiermark. Da haben wir lange Zeit sozusagen als Rasenmäher, liebevoller Rasenmäher, Herde Schafe gehabt. Ja, also da konnte man das miterleben, wie die problemlos draußen ihre Lämmer bekommen haben. Da ist ja schon nie was bei passiert. Also in der Natur können wir das sehen. Mutter Natur ist eigentlich die beste Lehrerin, unsere beste Lehrmeisterin. Wir neigen allerdings dazu, Vater Staat viel zu viel Aufgaben zu übergeben. Ja, überall mischt er sich ein in einer Weise, die aus meiner Sicht ganz häufig schrecklich ist. In der Gynäkologie ist es sicher, wenn man es anschaut, ein Riesenfortschritt, was Le Boyer, Michel Audin dann so eingeleitet haben. Und eigentlich, was ist es, dieser Fortschritt? Ein Rückschritt zur Natur. Ja, also die moderne Wassergeburt, wie die das jetzt empfehlen, das ist wie bei den Delfinen. Audin war der Erste, der die Männer eingeladen hat zur Geburt. Der Erste, der sie auch wieder rauskomplimentiert hat, weil die eigentlich nur stören und vor allem auch selbst so gestört werden dabei. Das ist, ihr habt das ja auch selbst erlebt bei Geburten. Klar sagen wir als Ärzte den Männern, kümmern sie sich dann um ihre Frau und das ist am Kopf und trocknen sie Tränen, wenn sie wollen, sprechen sie ihr gut zu. Aber Männer sind anders gepolt. Ja, die schauen immer dahin, wo die Musik spielt und das kapieren die schon, dass es da unten ist. Ja. Dann sehen sie Dinge, für die sie gar nicht gemacht sind, ehrlich gesagt. Ja, also das ist etwas, was wirklich nachher ziemliche Komplikationen heraufbeschwört. Ja, und auch, dass ich manchmal das Gefühl habe, da kommt halt noch mehr Unsicherheit und Angst von außen auch an die Schwangeren herangetragen, ne? Weil die Partner ja nicht im Körper sind, nicht in den Hormonen, nicht in den Urkräften das selber fühlen können und das vielleicht von außen auch gewaltig aussieht und dann kommen Ängste und Ängste sowohl in der Schwangerschaft auch als auch unter der Geburt sind natürlich sehr, sehr hinderlich, ne? Die den ganz natürlichen Vorgang bremsen. Ja. Für diesen Akt der Geburt, aber weißt, das Schlimmere ist ja das danach. Jetzt hat er da eine Mischung von Säften gesehen in einer Region, die er ganz anders kennt. Das muss er erstmal wieder rauskriegen aus seinem Kopf. Das ist gar nicht so leicht. Aber das Schlimmste ist dabei, dass er miterlebt, wie sein Mädchen,
Meistens ist es ja so, dass heute ein Junge ein Mädchen heiratet. Warum sollten die erwachsen sein? Da gibt es keine Rituale dafür. Das Mädchen wird bei der Geburt erwachsen, ja, weil die Natur sich das nicht leistet. Das ist ja wie ein natürliches Ritual. 10 Monate Schwangerschaft und dann dieses große Schlussritual der Geburt. Dabei wird das Mädchen Mutter und Frau. Aber er wird vom Zuschauen nur juristisch Vater. Und oft wird ihm schlecht dabei. Und vor allen Dingen, das ist das, was wir in der Schattentherapie, in der Reinkarnationstherapie in Johanneskirchen im Heilkundezentrum so oft mitbekommen. Danach geht es oft nicht mehr so gut weiter. Also die Sexualität ist dann nicht mehr, wie sie war. Dann wird auf den Körper projiziert, dass es jetzt nicht mehr so eng ist. Und weiß der Himmel was, das ist wirklich ehrlich gesagt Unfug. Ja. Der springende Punkt ist, der Junge, der sich ein Mädchen gesucht hat, er lebt jetzt mit, wie sein Mädchen aus der Kraft heraus einem Kind das Leben schenkt und dabei Mutter wird und Frau. Ja. Und der kann gar nicht so einfach mit einer Frau. Der hat sich auf ein Mädchen eingestellt. Und wir haben das öfter erlebt, dass dann die Jungs, die nicht erwachsen geworden sind vom Zuschauen, dass die einfach nicht mehr an ihre Lust rankommen. Mhm. Und dann unter Umständen auch es zur Scheidung kommt. Ich habe da einen Patienten gehabt, der hat das sogar 2-mal erlebt. Hat sich scheiden lassen. Nicht ein Kerl, wo man sagen würde, verantwortungslos, unanständig. Der hat schon auch gesorgt für finanziell, was ja das Minimum ist. Finanziell hat er schon gesorgt für Mutter und Kind. Und dann hat er sich wieder verliebt, wieder in ein Mädchen natürlich. Als Junge verliebt man sich in Mädchen. Das ist das zweitwichtigste Gesetz, Resonanz. Ja, manchmal verliebt sich das Mädchen in einen Vater, Sugar Daddy. Manchmal eher auch in eine ältere Frau, eine Lehrerin oder so. Aber das ist ja natürlich etwas, was eher seltener ist und auch dann gesellschaftlich sehr verpönt. So, jetzt hat er sich wieder verliebt und dann wollte seine neue Liebe auch wieder ein Kind. Nun hat er sich darauf eingestellt, alles besser zu machen und wieder mitgegangen zur Geburt und sich das wieder auch angeschaut und auch wieder keine Lust. Und dann hat er immerhin den Schritt geschafft zu einer Beratung und dann zu einer Psychotherapie. Mhm. Gerade die 4 Wochen, die ich empfehlen würde, aber 2, glaube ich, waren das. Und hat sich das angeschaut und dem ist auch völlig klar geworden, das ist dieser Unterschied. Ja, die Frau vor der Geburt ist weiter sein Mädchen oder vor der Schwangerschaft und die danach ist eine Frau. Ja. Da müsste er ja Mann sein, um der gerecht zu werden. Und das ist einfach schwer heutzutage. Gar kein Vorwurf. Es gibt gar keine Rituale für die. Ich meine, aus Frauensicht ist es natürlich die Riesenchance, die ich ja auch in meinem Buch beschreibe, dass wir in unsere weibliche Kraft durch die Geburt hineinwachsen können. Ne? Dass wir eben zur Frau, zur selbstmächtigen Frau werden durch die Geburt, wenn wir sie natürlich erlebt haben in unserer Kraft. Und für den Mann, da hast du natürlich wirklich ja recht, das kann natürlich dann eine Bedrohung darstellen. Wobei ich auch schon gehört habe, dass wenn Männer, Frauen da wirklich, wenn Frauen natürlich gebären können, also komplett in ihrer Kraft sich hineinwachsen können unter der Geburt, können auch die Männer mitwachsen, ja, weil sie plötzlich auch staunen, was für Kräfte in dieser Frau sind. Problematisch wird es auch dann, wenn die Frau eigentlich unterdrückt wird und in Sachen hineingezwungen wird und wenn es einfach unfrei ist, ja, also... Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, insofern denke ich auch, dass wir auch die Männer, weil sie ja jetzt bei der Geburt dabei sind, was ja auch für die Familie an sich schön ist, ja, dass man da vielleicht wirklich auch mehr noch Begleitung und Training auch für die Männer braucht. Im Vorfeld schon als Vorbereitung und nachher dann vielleicht, wie du das jetzt dargestellt hast. Ne? Ja. Also der Michel Audin, der ja wirklich viel in der Gynäkologie verbessert und erreicht hat, hat das natürlich diese Stadien auch durchgemacht. Und es ist ja seine Idee, die Männer dazu zu holen. Der hat zum Schluss gesagt, na, lasst uns zurückgehen zur Natur, so wie es im Kreis der Delfine ist. Das ist ein weiblicher Delfin, der Hebamme macht. Ansonsten ist ein Kreis von Frauen um die gebärende Delfinin herum sozusagen. Und um die Haifische wegzuhalten, weil es ja auch im Blut geht. Aber da haben Männer gar keine Rolle mehr. Und Audin hat es auch durchgesetzt für die Geburtshilfe. So war es ja auch früher, ne? Frauen waren ja auch im Kreis von ihrer Familie, von ihren Frauen, Freundinnen, Nachbarinnen, Hebammen haben ja geboren, ohne Männer. Das war ja immer Frauensache, ja. Und ich bin nicht so kompetent dort, muss ich sagen, jetzt als Arzt, eben weil ich kein Gynäkologe bin, aber ich vertraue da, Audin, dass das eine gute Sache ist. Ja. Und es gibt den Gegenpol, du hast natürlich völlig recht, wir haben das in Tamangar jetzt erlebt, da ist ja jetzt das erste Mal ein Kind geboren worden, von unserer Küchenchefin, Karin Heim. Man muss mal sagen, die ist schon ein Sonderfall. Die hat in ihrem Leben kein Fleisch gegessen, weil die aus einer vegetarischen Familie kommt. Mhm. Und sie ist eine überzeugte Vegetarierin, Veganerin inzwischen schon längst. Und
mit ihrem Mann Marco zusammen auf der Peace Food Schiene. Und die haben aus so einem Engagement fürs Leben heraus, ja, auch für die Tiere und so, sich von Anfang an auf die Schwangerschaft eingestellt, gefreut, sich natürlich sehr, sehr sinnvoll ernährt. Das kann die, das ist wirklich einfach nicht nur eine gute Küchenchefin und gute Köchin, sondern jemand, der auch viel Verständnis hat für diese pflanzlich vollwertige Peacefood-Ernährung. Und die war eine Erstgebärende und Marco war natürlich dabei. Die haben das mit einer Hebamme gemacht, da haben Gynäkologen gar keine Rolle gespielt. Ich würde ja empfehlen, dass einer im Hintergrund ist, eine vielleicht auch, ja, Bescheid weiß. Aber die haben es nur anders gemacht, haben das komplett natürlich gemacht. Und da muss ich auch sagen, wenn ich sie von außen dann so erlebe, sind Karin und Marco eher noch mehr zusammengerückt und hat es ihre Beziehung auch befruchtet und geholfen. Also klar ist so ein Ideal denkbar und möglich. Aber wenn man jetzt so insgesamt schaut, ist wahrscheinlich unter dem Strich zu bedenken, sind diese Punkte überhaupt mal angeschaut und bewusst geworden? Ist denen bewusst, dass sie sich als Junge und Mädchen zusammengetan haben? Und dass sie jetzt auf jeden Fall sie Frau wird und dass er irgendwas auch innerlich erleben muss, um erwachsen zu werden? Ja, also insofern wäre es vielleicht schon ideal, er ist dabei und wächst in die Verantwortung hinein, die das ja bedeutet, jetzt für drei Menschen erstmal Verantwortung zu haben. Aber das ist halt ein Idealfall. Ich habe als Arzt gelernt, nicht vom Idealfall auszugehen, sondern die Leute da abzuholen, wo sie sind. Und das ist nicht der Idealfall. Ja, sonst kommen sie natürlich auch gar nicht zu uns Ärzten. Und das ist ja immer eine Genau. Wir arbeiten ja auf der Schattenseite der Gesellschaft. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Das muss ich auch immer, dass man nicht zu pessimistisch wird. Ne? Ich sehe natürlich nur die mit Komplikationen. Ich komme ja nicht hier in der Phase, wo sie sich extra... Ich bin so die Impulsgeberin, weißt du? Ich bin ja für eine neue Geburtskultur. Ich will die Herzen öffnen, dass man sich wieder neue Horizonte aussteckt, dass wir uns wieder vorstellen können, wie es idealerweise wäre, wenn wir eben aus der Kraft heraus gebären können. Ja? Das ist ja auch... Aber auch, weißt du, es ist so viel Unwissenheit und Unbewusstheit auch da um die grundlegenden Zusammenhänge. Also gerade, du hast vorhin auch so was Schönes gesagt, dass es doch ganz natürlich auch ist, dass man eben die Zeit der Schwangerschaft nutzt, um sich auf die Geburt vorzubereiten. Ne? Also ich erlebe halt häufig, dass Geburt so singulär betrachtet wird. Ja, aber das hat eben schon ein Vorspiel, wie es in der Schwangerschaft war, wie ich in Kontakt war mit meinem Kind. Liegt natürlich auch in unserer Gesellschaft. Ja, also ich meine, es ist schon so, ich lebe jetzt in der Schweiz und die Schweiz ist jetzt nicht ein Sozialstaat. Da wird bis kurz vor die Geburt gearbeitet und dann relativ bald schon wieder. Jetzt, wenn du das in so einem Sozialstaat wie Österreich nimmst, da, und Österreicher bin ich ja auch, da hast du natürlich viel mehr Zeit vor der Geburt und kriegst danach auch mehr Zeit. Ja. Also klar, wir können uns das selbst organisieren, aber viele Menschen kommen dann mit den Zwängen und so und sie brauchen das Geld und jetzt erst recht zu dritt brauchen sie das Geld. Also ich sehe mich da oft konfrontiert mit den realen Bedingungen, die einfach wirklich suboptimal sind. Und dann muss man auch noch sagen, du darfst es ja heute als Arzt kaum sagen. Also wenn ich jetzt sagen würde, Die Mutter gehört zum Kind. Ja, da wirst du ja in Deutschland schon extrem diskriminiert. Das hat ja diese Ex-Tagesschau-Sprecherin mal gewagt, die Eva Herrmann. Mhm. Und ehrlich gesagt, den Wirbel habe ich überhaupt gar nicht verstanden. Das ist das urnatürliche System. Und die hat da wirklich Sachen abgekriegt, bis zu Faschistoid gingen die Vorwürfe. Ich meine, nur weil die Nazis so eine Ideologie vertreten haben, da darfst du doch keinen Schäferhund mögen, weil Hitler mochte ja seinen Schäferhund. Das ist so schwachsinnig, ja. Also keine Autobahnen mehr bauen, weil die Nazis haben Autobahnen gebaut. Und dann darf man nicht sagen, die Mutter gehört zum Kind. Fakt ist, in 3 Tagen bin ich 40 Jahre Arzt sozusagen. Wow. Wenn ich da zurückschaue, muss ich sagen, wenn du die Weichen am Anfang richtig stellst, ersparst du dem Kind und damit auch dir unheimlich viel Unsägliches. Ja, also man könnte so viele Psychotherapien sich ersparen, indem man das Kind von Anfang an, wenn man es gemerkt hat, wirklich um das Wissen dieses Mysteriums entsprechend vorbereitet auf dieses Leben. Ja, schon das Wissen, die erste Zeit nach der Empfängnis ist ja so wichtig. Das Kind schwebt sozusagen schwerelos in einer Wasserwelt, die traumhaft ist. Draußen und drinnen dieselbe Temperatur. Das heißt, das Kind kann seine Grenzen gar nicht wahrnehmen, weil da kein Unterschied ist zwischen draußen und drinnen. Wir können immer nur Unterschiede wahrnehmen, auch jetzt noch. Ja, frieren kannst du nur, wenn du halt 37 Grad in die kalte Außentemperatur kommst. Ja, und wenn die Wärmeleitung gut ist, also zum Beispiel im Wasser,
Monte Grotto gebe ich so Kurse im Thermalwasser in Norditalien. Wenn du nur 34 Grad hast, friert ein Mensch schon, den du im Wasser schweben lässt. Ja, weil die 2 Grad Unterschied durch die Wärmeleitung des Wassers wird sofort deutlich. Also wir lassen das da auf 36 Grad heizen, das Wasser, damit wir als Erwachsene sowas nochmal nacherleben können. Ja? Draußen und drinnen dieselbe Temperatur. Wenn du da lange still liegst, geht die Grenze auf und du hast so eine Wahrnehmung von Grenzenlosigkeit. Und das ist letztlich Einheit, diese Erfahrung. Und in dieser Erfahrung wächst das, was wir Urvertrauen nennen. Und das wäre die schönste Mitgift, das größte Geschenk, was wir einem Kind geben können, dass es am Anfang ungestört Urvertrauen aufnehmen kann. Ja, dass die ganze Welt als eins empfindet, also sich, die Mutter, das Fruchtwasser. Und wenn jetzt da natürlich zum Beispiel Abtreibungsdiskussionen laufen, die jetzt wirklich die Mutter tangieren, wo sie wirklich überlegt, abzutreiben, dann kann da kein Urvertrauen entstehen, da entsteht Panik. Ja, also wir züchten uns ja diese Ängste auch schon am Anfang. Dann muss er auch bedenken, wenn die Mutter jetzt Mischköstlerin ist, dann isst die auch Angst. Ja, wir haben ja heute fast nur noch Fleisch aus der Massentierzucht. Das heißt, da stehen die Tiere eine halbe Stunde an, werden mit Elektroschockern vorgetrieben bis zu ihrer Schlachtung. Jetzt haben die sowieso einen sechsten Sinn, die Tiere. Die sind randvoller Angst und Panik, wenn sie drankommen. Und diese ganzen Neurotransmitter und Hormone, die die Angst und die Panik vermitteln, die sind dann im Blut und gehen ins Fleisch. Und wer das isst, wer heute noch Fleisch isst, der isst praktisch Angst. Ja. So, und Angst ist Enge. Angustus heißt lateinisch eng. Mhm. Ja, also Angst ist ganz mit dieser Enge verbunden. Und wenn eine Frau nicht aufmachen kann, nicht weit werden kann zur Geburt, ja, was eben das warme Wasser so schön fördert, das kann man nicht fordern eben. Das kann nur geschehen. Ja. Das ist einfach alles weiblicher Pol. Genau, das ist dieses Loslassen. Ja, genau. Sie muss auch das Kind ja loslassen, aber aus einer unglaublichen Kraft loslassen. Das ist etwas, was sich eben Männer schon kaum vorstellen können und Frauen eigentlich nur nach einer Geburt. Ja, du musst eine unglaubliche Kraft aufwenden und loslassen. Ich beschreibe das jetzt als Mann so theoretisch. Ich habe es eben miterleben dürfen so oft, auch bei der eigenen Tochter. Aber das müssten wir fördern. Eigentlich auch fordern an die Geburtshilfe. Ja. Ich kann das so sehen, wenn wir mit Erwachsenen solche Übungen machen, zum Beispiel eben im Monte Grotto, im Thermalwasser, dann ist ja die Hoffnung, dass jemand mal in dieses Urvertrauen hineinkommt. Und dieses Urvertrauen ist die Basis von allem späteren Selbstvertrauen. Jetzt stell dir vor, ein Kind hat schon im Mutterleib genug Urvertrauen getankt, dann wird es später zu Selbstvertrauen. Die ganzen Rhetorikkurse, die du später machst, die Farbtypberatung, der gute Friseur und die Boutique und so, ja, die Sprachen, die du lernst und so, die Rhetorikkurse, das ist alles gut gemeint. Ja. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn du reden kannst, als wenn du es nicht kannst. Aber Urvertrauen bringt das nicht. Und deswegen bringt es auch dieses tiefe, echte Selbstvertrauen nicht. Das müsstest du dir schon sozusagen zukommen lassen. Das kannst du immer nur in Einheitserfahrung. Auch in der Meditation geht es, beim verbundenen Atem, eine besonders effiziente, schnelle, angenehme Methode dahin. Aber am Anfang des Lebens kriegen wir das als Mitgift mit von Mutter Natur. Ja. Wir müssten nur nicht stören dabei. Genau. So bin ich ja auch auf mein Flowbirthing-Buch gekommen, weil ich mir gedacht habe, Mensch, was eigentlich in der Theorie in Liebe beginnt bei der Zeugung, wenn Mann und Frau sich vereinigen, ja, ist normalerweise ein Akt der Liebe. Und wenn das Kind dann da ist und wir es in den Arm nehmen und dann beim Stillen wieder das Hormon Oxytocin fließt, also wieder das Liebeshormon, ist wieder Liebe, ja. Und dazwischen, das soll jetzt Angst und Schmerz sein, da stimmt ja was nicht. Ne? Und eben unter der Geburt läuft auch das Hormon Oxytocin, das die Gebärmutterkontraktion auslöst. Und es ist ein Liebeshormon, es ist ein Hormon, das Freude bringt, das ja, Neugierde, Staunen, Dankbarkeit bringt, das alles mit. Nur wir sind halt dafür im Moment noch nicht offen genug, weil wir so in diesem Angstmodus sind. Ne? Oder umgekehrt, unter allem. Naja. Kann eine Geburt gar nicht stattfinden auf natürlichem Weg, ne? Weil das dann nicht, der Körper nicht in den Entspannungsmodus kommt mit Angst. Ja? Du sagst so schön, normalerweise ist es ein Akt der Liebe. Jetzt habe ich über 30 Jahre die Schattentherapie im Heilkundezentrum in Johanneskirchen gemacht, Reinkarnationstherapie. Idealerweise würde ich sagen, ist es ein Akt der Liebe. Normalerweise nicht. Das ist... Also ganz viele Kinder werden auch in anderen Situationen gezeugt, sage ich mal.
und haben dann schon so eine gewisse Hypothek mit dabei. Jetzt das Gute ist, dass die meisten Frauen bei uns nicht mehr so sensibel sind, dass sie merken, dass sie schwanger geworden sind. Das heißt, 2, 3, manchmal 4 Wochen hat das Kind diese Phase des Urvertrauens ungestört, einfach wegen der Unsensibilität. Dann aber bleibt die Periode aus und dann geht es natürlich los. Also insofern haben fast alle von uns das mal erlebt, dieses Leben aus der Fülle. Ja, Mutter Natur ist ja wundervoll in dieser Hinsicht. Ja, also Millionen Spermien machen sich auf den Weg, damit du da rauskommst, ne? Oder ich oder jeder. Ja, das ist ja aus dem Überfluss. Millionen von Kaulquappen für ein paar Frösche, Millionen von Fischeiern für ein paar Karpfen. Also Mutter Natur geht aus dem Überfluss raus. Kind schwebt da in dieser unglaublich schönen Situation von Grenzenlosigkeit, kriegt dieses Urvertrauen. Das fließt ihm einfach zu in dieser Situation. Ja, und erst wenn dann die Gedanken reinkommen, haben wir genug Geld, passt es jetzt? Und wie ist es mit dem Studium und der Arbeit? Ja, also das sind alles von Vater Staat ja kommende Gedanken. Dann wird es schwierig. Also was wir machen könnten, wenn wir so eine natürliche, schöne Schwangerschaft und Geburt anbahnen, dann würde ich unbedingt als Arzt heute sagen, genauso wie ich einer Frau sage, sie müsste das Rauchen aufhören, weil das schädigt das Kind. Es wird dann kleiner, es ist dann unterversorgt. So ist es auch ein Traum. Wir haben diese Nabelschnur da, diese wunderbare Pipeline und alles, was wir brauchen, fließt uns zu. Du musst nicht arbeiten dafür. Du musst nicht betteln darum. Du musst nicht mal Bitte sagen, du musst nicht an der Nabelschnur ziehen. Es kommt einfach so, wie du es brauchst. Und klar, wenn du jetzt ein liebendes Paar hast, die sich in Liebe zusammengefunden haben, mit einem langgezogenen, schönen Orgasmus sind die gekommen zusammen, sein Kind entstanden, die Mutter ist natürlich und er hoffentlich auch, leben eh pflanzlich, vollwertig, friedlich, peacefood-mäßig, dann kann sowas rauskommen, wie ich da mit Karin Marco erlebt habe und ihrem Kleinen, dass das alles ideal läuft und auch bei der Erstgebärenden problemlos. Eine ganz kurze Geburt, keine 3 Stunden hat das gedauert und die hat aus der Kraft am Kind das Leben geschenkt. Und das merkt man ihr jetzt auch an. Ja, also die ist jemand, die Kraft hat. Und die Probleme da 3 Monatskollegen und so, die gehen wirklich sehr natürlich entspannt damit um. Das ist ein Ideal. Allerdings muss man heute sagen, dass das Ideal oft natürlich auch gerade in der Gesundlebeszene dann benutzt wird, um ein schlechtes Gewissen zu machen. Ja. Da muss man auch aufpassen. Ja. Es ist so, wie es ist, entstanden. Und wir können, das ist das Schöne, auch die Basis unseres Treffens hier, deswegen nehme ich solche Einladungen immer an, weil wir können da, glaube ich, Weichen stellen. Also, muss sagen, rauchen Sie nicht. Aber ich muss noch wichtiger heute sagen, essen Sie kein Tierprotein. In der Schwangerschaft nicht. Ja, 93% des Giftes, was wir aufnehmen, nachweislich, da gibt es genug Studien, das ist aus der Schweiz jetzt diese Studie, 93% des Giftes, was wir aufnehmen, kommt aus dem Tierprotein. Das sollte Frau sein lassen in der Schwangerschaft. Dann wird die Schwangerschaft schöner und die Geburt besser. Und bitte, da sprechen ja dann sogar so unsägliche Gesellschaften wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Ich meine, die haben echt keine Ahnung oder sind halt einfach gestochen. Yes. Die sprechen dagegen. Aber die größte Ernährungsgesellschaft der Welt, American Nutrition Association, sind dafür. Die gesündesten Menschen, die am längsten leben heute, sind die Adventisten. Sehr gut untersucht in Südkalifornien. Die leben in jeder Phase ihres Lebens pflanzlich vollwertig. Da wären die Männer über 89, die Frauen über 91. Das ist Weltspitze. Die sterben an Altersschwäche in der Regel und nicht an Krankheiten. Da gibt es Adventist Study 1, Adventist Study 2. Gut untersucht. Jetzt, wenn wir dich schon als Experten da haben, auf was muss die Schwangere dann denn achten, wenn sie sich vegan oder vegetarisch ernährt? In der Sie muss dann für beide eigentlich nur B12 einnehmen. Mhm. Und ansonsten ausgewogene vegane Ernährung. Ja klar, wenn jetzt so wie hier Wetter ist, ist ja im Alpenländischen jetzt so in der Schweiz, da musst du jetzt dann auch Vitamin D einnehmen. Muss aber jeder einnehmen, ehrlich gesagt. Ja, du und ich genauso. Ja. Und alle unsere Zuhörerinnen. Das ist einfach, nach 3 Tagen ist das Vitamin D zu Ende. Ja. Du musst alle 3 Tage eine halbe Stunde mit dem Oberkörper in die Sonne, dann hast du genug von der Sonne. Ist ja genau. Eigentlich Vitamin, so ein Hormon. Empfehlen wir auch unseren Schwangeren das Vitamin. Ja, ja, unbedingt. Ja. Eine Veganerin muss nicht mal Folsäure einnehmen. Ja, also die Mischköstlerin sind die Mangelwesen.
Ja, da sagt die Gynäkologin sofort, nehmen Sie Folsäure ein. Nur wenn die sagt Schwangerschaft, sagt die schon Folsäure. Weil es da schwere Missbildung gibt, wenn Folsäuremangel da ist. Und der ist bei fast allen Mischköstlern da. Aber bei der Veganerin natürlich nicht. Die isst ja genug Blattgemüse. Ne? Folsäure ist also Blattsäure. Also eigentlich die Mangelwesen sind die Mischköstlerin. Die Veganerin muss nur auf B12 achten. Und zwar dann, vor allem, wenn sie sich nicht aus dem eigenen Garten mit ungewaschenem Obst und Gemüse ernährt. Aber das kann ja kaum eine Frau. Ja. Ja, also dann muss man B12 nehmen. Und ansonsten, es hindert einen ja auch niemand, würde ich auch raten, auch in der Schwangerschaft eine gute Gynäkologin im Hintergrund zu haben, die einem einfach mal auch einen Blutstatus macht. Wissen muss man nur, in der Schwangerschaft sinkt automatisch das Eisen und das ist auch gut. Ja, sie müsste viel Pflanzliches, ja, bei der Pflanze ist da, wo das Eisen beim Blut ist, Hämoglobin in der Mitte, ist es beim Chlorophyll in der Mitte. Deswegen sagt man ja auch, Magnesium ist das Mineral der Nerven, also sie braucht Magnesium, kriegt sie von der pflanzlichen Ernährung, Eisen geht automatisch runter. Professor Leitzmann, Klaus Leitzmann in Gießen hat immer gesagt, dass das sowieso die Werte, die wir haben, die gelten ja gar nicht für alle Zeiten und nicht für Veganer. Man muss ja denken, alle Werte, die wir haben in der Medizin, beziehen sich auf Männer, die 80 Kilo schwer sind und 180 Zentimeter groß. So. Ich will es gar nicht hören. Ich das als Mentorin für den weiblichen Leben, stellen sich mir alle Nackenhaare auf. Aber guck mal, wenn da auf der Schachtel steht, nimm irgendeine Schachtel. Da steht drauf die Medikamentenschachtel, ja? Oder Dose. Dreimal, Erwachsene dreimal täglich eine, Kinder die Hälfte. Wer ist der Erwachsene? Muss man sich doch mal fragen. Der ist 1,80 groß und 80 Kilogramm schwer, also ein leicht verfetteter Mann. So, an dem wird alles gemessen. Bitte, dessen Eisenwerte sollst du gar nicht haben. Möchte ich auch nicht haben. Also man muss da schon mal dahinter fragen. Und das wird bei uns nicht gemacht. Es gibt jetzt schon Professorinnen für Gendermedizin, die sich mit, ich weiß nicht was, beschäftigen, aber mit diesen wichtigen Dingen. Nur, dass bei Frauen immer noch routinemäßig Eierstöcke, Gebärmutter rausgerupft werden und bei Männern nie Prostata. Da gehört man eingehakt. Da ist ein verschrobenes Weltbild dahinter. Bravo, bravo. Danke. Leider, so ist es. Die gesamte Medizin, nicht nur für die Gyn. Ja, also die Frau kommt kaum vor in der Medizin, obwohl sie in der Gynäkologie natürlich im Mittelpunkt steht. Da muss ich klar sein bei diesen Werten. Die sind, wie sie sind. Also in England zum Beispiel ist der Normalwert für B12 nur halb so hoch wie in Deutschland. Man fragt sich, was ist da los? Also das ist, wie es ist. Ich würde schauen, dass es mir gut geht in der Schwangerschaft, dass ich meine innere Stimme entwickle und zur inneren Stimme des Kindes einen Kontakt aufnehme. Ich habe sogar mal so ein CD-Programm gemacht. Ich glaube, das heißt auch Schwangerschaft und Geburt. Ja, um das zu üben, ja, um diese Seelenbilderwelten, mit denen vertraut zu werden. Und im Hintergrund aus meiner Sicht eine gute Gynäkologin, die ein paar Untersuchungen macht. Da muss nicht dauernd reingeschaut werden, ob das Kind noch lacht oder Papa muss auch mal sehen. Ja, am Anfang denken wir immer, Ultraschall ist harmlos. Wir wissen nichts, ich weiß nichts Negatives darüber, also nichts verlässlich Negatives aus Studien. Aber ich würde so wenig wie notwendig machen. Ja, das sagt ja der normale Menschenverstand eigentlich. Ne? Dass man ja. So wenig Schulmedizin wie notwendig, aber da, wo sie notwendig ist, wäre das ja gut. Also das schönste Modell finde ich ja da in den Niederlanden. Die haben ein Klinomobil im Hintergrund. Das heißt, also praktisch ein Intensive-Care-Wagen für Geburt. Das heißt, wenn was schief gehen würde oder eine Querlage dann doch noch entsteht oder was immer, dann kann man die holen. Ja. Und dann machen die vor Ort richtig Kreißsaal. Ja. Nicht so, dass die Schulmedizin was an sich Böses ist. Die gehört ein Stück reduziert in der Geburtshilfe, aus meiner Sicht. Aber man muss ja auch sehen, sowohl Frédéric Le Boyer als auch Michel Audin sind Gynäkologen, sind Männer, Volker Zahn, die haben das auf den richtigen Weg zurückgebracht. Und es gehört in die Hände von Frauen, hat Volker auch immer gesagt. Also der hat auch praktisch nur Frauen angestellt noch. Ja. Der wollte seine Klinik einer Frau übergeben, aber es wollte keine Frau das machen, muss man auch sagen. Er hat lange gesucht und ist dann doch wieder bei einem Mann gelandet. Also da muss ich einiges noch ändern, ja. Also ich sage ja auch immer, es geht um ein Zusammenspiel, dass wieder jeder an seinem Platz einfach eigenverantwortlich und das Beste ausfüllen kann. Die Frau im Mittelpunkt und alle anderen drumherum. Und schön wäre es, wenn da auch ein Arzt natürlich dabei ist dann, ne, für den Notfall.
Ja, wenn er sich komplett zurückhält, ja, weil der wird ja in 90% überhaupt nicht gebraucht. Ja, genau. Der ist natürlich, wir haben ja Pathologie gehabt im Studium, aber nicht Salutogenese. Ja, Salutogenese verdanken wir diesem Antonowski, der das in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gebracht hat. Ansonsten haben wir uns immer mit Krankheit beschäftigt. Und ich muss sagen, das ist auch natürlich eine Hypothek. Also wie wir zusammen dieses Buch gemacht haben, Der Weg ins Leben, der Professor Zahn, Margit, meine Frau und ich, da haben wir das extra zweigeteilt. Einen ersten Teil, wo es nur um die gesunde Thematik geht. Und in der Hoffnung und auch gewarnt davor, die zweite zu lesen. Das erst, wenn es Komplikationen gibt, wenn es problematisch wird. Mein Großvater hat schon mal so ein Buch gemacht, Dein Kind und du. Da hat er das vermischt. Das ist ganz furchtbar, wenn wir Ärzte mit unserer Pathologie dazwischen kommen. Ja, wir haben immer so eine professionelle Deformation. Wir sehen immer gerade das Schlimmste. Ja. Ja, das kann ich auch als Vater sagen. Also Naomi, unsere Tochter, wenn die von der Kommode runtergefallen ist, weil sie ein bisschen unruhig war, dann hat die Margit sie gleich wieder aufgehoben und sie beruhigt und dann war alles wieder gut für Margit und Naomi. Für mich nicht. Ich habe dann alle Viertelstunde, 10 Minuten am Anfang in die Pupillen geschaut und geleuchtet. Nicht, dass dann subdurales Hämatom entstanden ist. Da wissen die beiden ja gar nichts davon, dass es sowas gibt wie ein subdurales Hämatom. Mhm. Aber ich weiß das natürlich. Also habe ich es mir und denen damit auch schwer gemacht. Ich habe das schon gelernt, das dann mal zurückzuhalten, nichts zu sagen. Ich kann ja auch in Ruhe für mich das ein paar Stunden noch kontrollieren. Aber es kommt natürlich ganz viel unnötige Angst hinein, wenn man Ärzte zu nah daran lässt. Ja. Ja, also wenn die schön im Hintergrund wären, da können ja ein schönes Buch lesen von Hermann Hesse und sich raushalten aus der Geschichte. Und es gibt ja auch sowas wie einen Nocebo-Effekt, ne? Wie es den Placebo-Effekt gibt, gibt es den Nocebo-Effekt ja auch. Das heißt also alles, was, wenn ich vom Schlimmsten ausgehe oder immer da, ne, an das Schlimmste denke, was ein Arzt natürlich professionellerweise auch machen muss, im Hinterkopf haben muss, dann kann ich das aber auch fördern, dass es tatsächlich eintritt dadurch, ne? Dass da der Fokus drauf gelegt ist. Ja. Ja, wobei, wir sind da wirklich auf dem falschen Weg. Die Hebammen, die das noch freiberuflich machen, werden extrem schikaniert, kriegen so hohe Versicherungssummen draufgebrummt, dass sie es gar nicht mehr machen können. Eigentlich müsste das umgekehrt sein. Wir müssen die Hebammen viel besser bezahlen, weil die wirklich den wichtigsten Schritt, den Schritt ins Leben, in die Polarität begleiten. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Hebammen nicht 8 Stunden schichtweise aufhören, 2 Stunden vor Ende der Geburt. Ja, ist auch ganz gut. Die müssen entsprechend honoriert werden, die brauchen Ausgleichszeiten, aber die muss schon eine Geburt über da bleiben. Das war immer so. Und wenn eine Geburt eben mal 16 Stunden dauert, dann kann das ja sein, dass das überlappend gemacht wird. Dann müsste man einfach mehr haben, mehr Hebammen und müsste sie anständig bezahlen. Das ist ein springender Punkt dabei. Wenn du jemanden nur schikanierst und richtig schlecht unterbezahlst und dann erwartest, dass er dann ausnahmsweise mal 14 Stunden arbeitet, und das ist ja bei dem nicht ausnahmsweise, kommt ja dauernd vor, bei ihr. Also da ist auch auf der organisatorischen Ebene vieles in Ordnung zu bringen. Das läuft ganz, ganz schlecht. Genau. Also, und dann nehme ich aber auch unsere Schwangeren immer in die Pflicht und sage, es ist, weißt du, wir machen uns so viel Gedanken, wie eine schöne Hochzeit abzulaufen hat. Und da, wo es wirklich drauf ankommt, ja, also wie eine schöne Geburt auszusehen hat, da haben wir ganz wenig Zeit für uns vorher Gedanken zu machen. Und das ist natürlich auch in der Verantwortung der Schwangeren oder der werdenden Eltern, auch diese Bedingungen irgendwo einzufordern und das auch mal lautstark zu fordern. Aber viele wissen es halt gar nicht, ne? Also viele merken es dann erst, wenn ihnen was Schreckliches widerfahren ist im Krankenhaus, ja, dass da was geändert gehört. Und deswegen machen wir ja auch unser Gespräch heute, um da mal aufmerksam auch zu machen, zu sagen, Mensch, es ist wirklich, wirklich wichtig, wie du dich einstellst, ja, wie positiv du dich einlässt auf die Schwangerschaft und auf die Geburt und dass du einfach auch mal die Dinge hinterfragst und vor allem zu deiner eigenen Stimme findest, ja, zu deiner eigenen inneren Führung, ja, weil das ist letztlich das, was die Frau sicher durch die Geburt bringt, wenn sie mit sich selbst und mit ihrem Kind in eben einer guten Verbindung ist, ja. Wobei das natürlich eine idealistische Forderung ist. Eine Frau ist vor allem beim ersten Kind in so einer Situation, dass sie nichts fordern kann. Also ich weiß es als Vater und Arzt, der jetzt dabei war und jetzt noch als bekannter Arzt, das war ja für die auch ein Stress in diesem Kreiskrankenhaus. Was ich da an Rückgrat beweisen muss, dass ich sagen muss, geben Sie mir ein Papier, ich unterschreibe Ihnen das, ich übernehme die Verantwortung als Vater.
aber sie wird sich nicht auf den Rücken legen, sie wird das nicht tun, sie wird atmen, wie sie will. Also waren viele so Dinge. Da habe ich mir gedacht, manchmal, mein Gott, wie macht das eine Frau, die nicht einen Arzt als Mann hat, vielleicht noch einen Mann, der sich nicht richtig traut, was die sich vorher vorgenommen haben, ist dann schwierig durchzusetzen, wenn nicht von der Klinik eine Resonanz dazu kommt. Deswegen würde ich immer sagen, sich wirklich einen guten Ort dafür suchen. Ein Geburtshaus, wo man Vertrauen hat zu diesen Hebammen, die das da machen. Eine gute Ärztin, die dann, weil das ist, wenn man Gynäkologin wird, hat man halt auch das zu tragen. Das ist bei uns Ärzten überhaupt. Ja, auch wenn ich es noch so eilig habe und bin aufgerüscht im Anzug, wenn da ein Unfall ist, muss ich anhalten und da wird man nicht dreckig, aber voll Blut. Das ist mir schon zweimal passiert. So, das ist einfach auch Teil dieses Berufes. Gut, das kann man aber vorher klären. Ja, ist das eine Medizinerin oder wirklich eine Ärztin? Ja. Da will ich nachschauen. Ist das ein Platz, wo ich gebären kann? Wo ich nicht während der Geburt kämpfen muss um meine Rechte, die Rechte meines Kindes? Das schafft eine Frau kaum. Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Genau. Deswegen, davor wollte ich da unbedingt was sagen. Das ist keine Alternative bei der, also Hochzeit oder Geburt. Bei beiden braucht es aus meiner Sicht ein Bewusstsein für das Ritual. Mhm. Auch die Hochzeit ist natürlich der rituelle Beginn des Lebens in der Beziehung, in der Partnerschaft. Da würde ich auch schauen, dass ich das sehr bewusst mache. Ruhig auch mit diesen ganzen alten Ritualen. Und bei der Geburt ist das viel schwieriger, das muss man sagen. Ja, weil da geht es natürlich jetzt vorrangig schon auch darum, dass das Kind gesund da rauskommt. Ja, aber die ganzen alten Rituale, die es gibt aus dem alten weiblichen Weisheitswissen heraus, die führen natürlich auch dazu, dass das gesund und sicher geboren werden kann. Deswegen sind die Rituale ja da, weil sie so einen Schutzraum auch aufbauen um die Schwangeren. Also es gehört schon auch zusammen. Klar, und den müssen wir aus meiner Sicht auch mehr nutzen, aber trotzdem natürlich auch sehen, wir haben heute auch Möglichkeiten, sinnlose Schmerzen zu vermeiden. Es gibt eine Epiduralanästhesie, das kann man ruhig machen. Also Vollnarkose ist absurd, aber wie sie es früher gemacht haben, aber es gibt schon diese Möglichkeiten. Und wir können beides kombinieren. Das wäre so meine Aufgabe oft, denke ich, einen Brückenschlag zu machen. Ich kenne diese beiden Seiten. Ich habe mich sehr interessiert für die indigenen Kulturen und die Mythologie und so weiter. Das alte, frühere kenne ich. Und ich möchte nicht so im Sinne von Rousseau zurück zur Natur und nur Natur. Ja, also ich habe auch von Sachen gehört, dass jemand nach Chris Griskum, nur die hat in Kalifornien gelebt, versucht hat, in der Nordsee ein Kind auf die Welt zu bringen. Bitte, das ist nicht bösartig vom Bewusstsein her, aber das ist einfach komplett gefährlich. Ja, das ist fast wie ein Totschlagsversuch. Ja, die Nordsee wird nie annähernd so warm, dass das möglich ist, ein Kind in der Nordsee zu gebären. Das sollte man komplett streichen. Ja. Aber es gibt natürlich wunderbar heute in Kliniken und auch in Geburtshäusern die Wasserbecken. Und da kann man auch dafür sorgen, dass es die richtige Temperatur hat, nämlich eigentlich Körpertemperatur. Dass da Musik dazu da ist, dass ein Ritual entsteht. Aber schön wäre es halt, wenn man im Hintergrund eben noch so eine Gynäkologin, einen Gynäkologen hätte, der im extremen Ernstfall, wenn die Hebamme auch sagt, oh, bitte helfen, dann hilft. Und bis dahin, und das ist auch eine große Verantwortung, sich zurückhält, weil er gar nicht gebraucht ist. Genau. Ja. Und es gibt den Idealfall, dass eine Gynäkologin praktisch Hebammenqualitäten hat. Kenne ich jemanden, die kann das natürlich alleine und besser. Aber umgekehrt gibt es auch manchmal, dass Gynäkologinnen, auch Gynäkologen einfach dann Hebammenfähigkeiten entwickeln und da reinwachsen. Ja. Also am Anfang kann das nicht so sein. Ich weiß noch, meine erste Geburt, die ich machen sollte, auch dazu in der Uniklinik, da habe ich die Nacht keinen Moment geschlafen. Ich meine, ich hatte gar nicht, also banale Dinge, wie rumdrehe ich den Kopf, das habe ich ja x-mal gewusst und gelernt. Also ich meine, es war ein bisschen, wie soll man sagen, von dem Oberarzt nett, das war eine Perserin, die hat ihr sechstes Kind gekriegt, die hat da viermal abgedrückt, dann war das Kind da. Also es brauchte uns überhaupt nicht dabei. Und ich weiß noch, ich habe nichts geschlafen vor lauter Aufregung. Aber wenn es jetzt eine schwierige Geburt gewesen wäre, das habe ich mir auch in der Nacht x-mal gesagt, da gibt es einen Oberarzt, den kann ich holen. Wir sind hier in einer Uniklinik. So, das hat ja auch Vorteile.
Du rennst da bei mir offene Türen ein. Ich bin niemand, die sagt, die Frauen jetzt nur noch allein und zurück irgendwie in die Steinzeit. Natürlich nutzen wir die Vorteile, die das moderne Leben auch hat, ne? Aber es ist halt eben viel von diesem intuitiven alten Wissen einfach verloren gegangen, oder? Und dafür steht eben Flowbirthing auch, dass wir das wieder zurückholen und zwar schon in der Zeit der Schwangerschaft aktivieren, ne? Nicht unter der Geburt eintreten und kämpfen, das schafft natürlich keine Frau, sondern schon vorher in der Schwangerschaft sich einfach möglichst positiv ausrichten, über die ganzen Zusammenhänge sich informieren, einfach ins Selbstbewusstsein schon während der Schwangerschaft hineinwachsen. Ja. Das ist genauso. Ne? Wir, also so wie Ärzte lernen müssen, sich da zurückzuhalten, wo sie nicht gebraucht werden, weil wir sind ja ausgebildet für den Notfall, für die Schwierigkeiten. Und wenn da keine Schwierigkeiten sind, sollten wir uns raushalten, also machen wir erst Schwierigkeiten. Auf der anderen Seite natürlich auch dieses wachsende Selbstbewusstsein der Gebärenden, das sehr schön ist, weiter stützen, aber auch merken, wenn da eine Grenze ist. Dafür wäre eine gute Hebamme zwingend. Genau. Oder eine gute Ärztin, ein guter Arzt. Genau. Und dann gibt es eben viele Dinge, die im Vorfeld gemacht werden können. Da hatte ich zuvor angefangen und bin dann hängen geblieben bei dem Nicht-Rauchen, vegan, also pflanzlich vollwertig essen. Ja? Ja. Ich würde auch in dieser frühen Zeit sowas lernen wie verbundenen Atem. Eigentlich würde ich ja jedem Paar raten, das frühzeitig zu lernen, bevor es um Kinder und Schwangerschaft geht. Mhm. Sodass man einfach mal erlebt hat, was Ekstase ist, was totales Loslassen, totale Entspannung ist, was einfach möglich ist. Ja? Dass man mal einfach Einheitserfahrung macht. Das nimmt einem ganz viel Angst weg. Das wäre eine wunderbare Vorbereitung. Und das Wichtigste aus meiner Sicht ist, eine Frau, die gebären will und ein Kind das Leben schenken will, die sollte ihr eigenes Geburtstrauma gelöst haben. Ja. Denn das zeigt sich immer wieder in den Psychotherapien, wenn wir Geburt anschauen. Ja, wenn sie schon ihre Geburt nicht verarbeitet hatte, dann wird sie das weitergeben an ihr Kind. Und wir haben extra deswegen vor langer Zeit schon, gibt es natürlich immer noch, im Johanneskirchen im Heilkundezentrum mal so eine Wochentherapie kreiert. Das ist eigentlich nur um die Angst und die Geburt herum. Ja, also das sind zwei Dinge, die zusammenhängen. Die Urangst ist die Enge bei der Geburt. Ich sagte schon, Angustus heißt überhaupt eng. Und wir mussten alle mit dem Kopfsprung ins Leben, also durch diese Urenge, Ausnahme Kaiserschnitt. Und wenn wir das verarbeitet haben, wenn wir das mal angeschaut haben, da gehören natürlich dann auch so Atemsitzungen dazu und so weiter. Also nach so einer Woche Geburtsvorbereitung in diesem tiefsten Sinne, wie das beim Heilkundezentrum passiert, ist das natürlich ideal. Und auch wenn ich da schon länger nicht mehr bin, also immer wieder mal Seminare gebe, aber jetzt viel rumreise mit meinen Ausbildungen und so, die machen das in diesem Sinne weiter. Das fände ich so ein, wirklich so ein Viererschritt, so ein Quartett, ne? Nicht rauchen. Oder an erster Stelle eigentlich pflanzlich vollwertig essen. Nicht rauchen, den verbundenen Atem lernen. Und wenn es da irgendeinen Zweifel gibt über mein eigenes Geburtstrauma, das auflösen. Das ist eine Woche und das wäre aus meiner Sicht die beste Chance. Ja, wenn ich damit ausgesöhnt bin, kann ich auch aus dieser Aussöhnung heraus mit der Kraft pressen und trotzdem loslassen und Leben schenken. Was ja ungefähr, nein, nicht ungefähr, ist ja eigentlich das Größte, was uns überhaupt möglich ist. Ne? Ja. Also ich meine, deswegen bilden sich Männer schon so viel ein, wenn sie dann ein Kind gezeugt haben. Was ja eigentlich kein schwieriger Akt ist, aber symbolisch natürlich schon. Sehr schöner Akt. Der Funke, Akt. Der Funke. Ja, ist also ein wichtiger Akt. Und das Leben schenken in dem Sinne ist jetzt der Frau vorbehalten, macht Frauen auch erwachsen. Deswegen, Gott sei Dank, sterben wir auch nicht aus, weil es ja da offensichtlich von der Evolution sozusagen entwickelt so einen Drang gibt, zu zeugen, zu gebären. Und von daher glaube ich auch, wir könnten mit einfachen Maßnahmen uns einiges leichter machen. Und übrigens fürs ganze Leben, ja, also den Frauen, denen ich wegen Schwangerschaft geraten habe, auf Peace Food Ernährung umzustellen, um mal Geheimnis der Lebensenergie zu lesen und so, da ist ja kaum eine dabei, die nach der Geburt wieder zurückgeht und wieder anfängt, Tierprotein zu essen, weil auch jemand, der nicht gebären will, müsste sich ja nicht 93% Gift reinziehen. Also das sind ja Weichenstellungen für längere Zeit, auch wenn Frau das Rauchen aufgehört hat, wird sie das ja jetzt in der Stillzeit nicht wieder anfangen, ehrlich gesagt. Genau, ja. Und in der Stillzeit, für die Stillzeit tut sie damit eine ganze Menge. Ne? Also wenn man sich pflanzlich vollwertig ernährt, vielleicht auch ein paar so Dinge
beachtet, nicht zu viel Solanazeen, Nachtschattengewächse und nicht zu viel Getreide essen, dann ist es auch so viel reizloser für das Kind. Also dann spart man sich diese 3 Monatskoliken und so weiter, weitestgehend. Ja, das kann ich wieder an der Karin Heim sehen. Die haben da kein Problem damit. Vergleichsweise. Und es ist ein Junge. Und sie ist eine Erstgebärende. Und. Also die hätten ja, wenn man so statistisch anschaut, da einige Probleme haben können. Aber die haben die schlicht weggelassen durch eine andere Lebenseinstellung. Und klar, so eine überzeugte Veganerin, die raucht auch nicht. Der Mann raucht selbstverständlich auch nicht. Der ist wirklich eingebunden mit dabei. Sieht man schon, wenn er sein Kind rumträgt. Das ja, ist, muss man auch die Männer achten. Ja. Man kann das ja an amerikanischen Präsidenten sehen. Also die müssen ja immer Kinder in die Hand nehmen. Ein George W. Bush, da konnte man schon sehen, der kann kein Staat halten, der kann nicht mal ein Kind halten. Ja? Also, oder ich meine, Trump jetzt, das ist natürlich, wie soll man sagen, da könnte man schon, Test könnte man das nehmen. Man gibt dem Kind in die Hand, fotografiert es und kann gleich sagen, kommt nicht in Frage. Wer ein Kind nicht richtig halten kann, bitte, wie soll er denn ein Land lenken? Aber gut, wir erleben den hier. Ja. Aber im Endeffekt, wir könnten einfache Dinge tun und klar, dass der Mann Mann wird, das ist eine aufwendige Geschichte, eine große Forderung. Aber auch da würde ich sagen, man kann das angehen. Ich habe mal so ein Taschenbuch, gibt es schon längst, jetzt macht Lebenskrisen als Entwicklungschancen. Das ist eine Lebenskrise, dieser Übergang. Also sich dem stellen, rechtzeitig. Ja, es wäre ideal, wenn ich bei der Geburt dann schon eigentlich im übertragenen Sinne Vater bin und diese Verantwortung auch trage. Genau. Ich kann mir auch schon vorher überlegen, ob ich das will. Genau. Ja, Zeugen wollen ja schnell mal alle. Aber ja. Dann die Verantwortung für das Ergebnis gegebenenfalls übernehmen. Und ich würde sogar so weit gehen, als Vater einer Tochter mit Down-Syndrom, selbst das müsste ich mich fragen. Ja, nehme ich das Kind, wie es kommt? Ja. Wenn ich das kann, dann kann so viel nicht schief gehen. Ja. Das kann man sich schon im Vorfeld übrigens sagen. Das gehört ja heute auch schon fast dazu. 6 Millionen Deutsche kriegen gar kein Kind mehr, obwohl sie wollen. Ja. Die Frage ist, habe ich die Haltung, ja, die ein wunderbares Nest schafft? Hat ein Ungeborenes sozusagen eine Seele Lust, sich bei uns einzunisten? Das wären mal Fragen, die sind heute komplett vom Tisch. Da wird sofort mit Hormontherapie und so weiter. Auch da gäbe es so schöne, milde Varianten, auch mit dem Professor Zahn zusammen ausprobiert. Ja. Sehr erfolgreich. Der war ja In-vitro-Fertilisationsspezialist. Der hat es ja mit in die Wege geleitet, hat in diesen dicken Teambüchern mitgeschrieben. Und zum Schluss bei Kinderwunsch, was haben wir gemacht? Also genau den Rat, den wir immer geben, zusammen mal Urlaub machen, den Laptop zu Hause lassen und fasten im Urlaub. Und gerne schmusen und so, aber keine Ejakulation. Und erst bei dem ersten Eisprung nach dem Fasten, da hat er ja dann viel Samen gespart, dann aber Vollgas, Orgasmus, dann ist die Chance durch das Fasten vorher, die Reinigung, die da passiert und die Ruhe, die entsteht, das Nest wird viel besser vorbereitet, dann kann sie auch annehmen, aufnehmen, empfangen, sozusagen. Also ja, und so können wir jetzt davor schauen, wir können danach schauen, wie gehen wir denn in der Kinderzeit um. Und dann merkt man schon, die Geburt ist schon was ziemlich Zentrales und die Schwangerschaft. Ja. Das ist nicht ziemlich, es ist das Zentrale. Ja, wenn wir das richtig anbahnen und es beginnt eben schon eigentlich vor der Schwangerschaft, dann hat es was Wundervolles. Und dann kann das Wunder des Lebens, wie wir dann so schön sagen, und das Fest der Geburt auch stattfinden. Oh, vielen Dank, lieber Rüdiger. Das ist jetzt ein wunderschönes Schlusswort. Genau. Und ich freue mich sehr, dass ich mit dir dieses Gespräch führen durfte. Und du hast, ohne es zu wissen, ganz viel aus meinem Flowbirthing-Buch auch mitgeteilt, weil das einfach die Geheimnisse des Lebens sind, die du ja auch erforscht. Und die sind eben am Anfang des Lebens so deutlich auch zu sehen für alle, die sich da hinein vertiefen wollen. Also vielen, vielen Dank. Deine Ausführungen und diesen umfassenden Blick auf Schwangerschaft und Geburt. Ja, ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast. Und euch, die ihr da interessiert zuhört, hoffentlich interessiert zuhört, wünsche ich natürlich auch eine wunderbare Empfängnis, schöne Schwangerschaft und ein Fest der Geburt. Alles Gute. Vielen, vielen Dank.